liebe Leute, wieder da. Sonntagsausgabe. So, schauen wir nochmal, rendern wir rein. Alles gut? Ja, wir gehen wieder mal weiter zur nächsten Insel, ne? Ja, würde ich mal sagen, so hier so. Ich habe ja vergessen, die Krokokröten. Ja, die krötigen Krokos dazu eliminieren. Oh, da sind sie ja schon. Und jetzt? Ja, die werden wir jetzt erstmal hier, werden wir erstmal anlanden und dann, ja, mit unseren Fähigkeiten mal erstmal so das Ganze von hinten aufziehen. Schau mal von Schwarzkopf. Nein, Schwarzkopf, schau mal. Nee, ja, das sind natürlich die Krokogatoren, die habe ich vergessen. Also, warum sage ich Krokogator, ne? Eine Mischung zwischen Krokodil und Alligator. Zip, zip, zip. Vielleicht kann ich jetzt schon gleich die Waffe ziehen, wenn ich erstmal hier bequem anlande. Ich hoffe es. So, das lässt sich wohl hier bewerkstelligen, liebe Freunde. Ja, wunderbar. Naja, mal gucken wir mal hier. Ja, immer erst aggressiv werden und dann kommen. Wie schnell er kommt. Oh, das ist okay. Ich glaube, dann kann ich das ja mal direkter machen. Abgespeichert vor habe ich ja. Ach, hallo? Ich sollte so mal das Schwertchen ziehen? Ich glaube es ja nicht. Vergesse ich hier das Schwertchen zu ziehen. Okay, nebenbei nochmal hier ein bisschen was aufnehmen. Hier Klappmuscheln und hier nochmal Kröti. Kröti. Das sind natürlich sehr viele Krokogatoren. Hier ist jetzt mal eben kurz. Schwirps. Oh, hallo? Ich dachte, ich brauche nur einen Schlag. Okay. Oh, was bekloppt ist jetzt aber auch. Speichern. Weiter geht's. Gucken wir mal, ist hier oben. Oh, da, direkt über mir. Schwaps, okay. Der muss natürlich gezielter kommen. Dann klappt das auch mit dem Krokodil. Yep. Okay, schauen wir erstmal hier. Was ist hier noch zu holen? Eventuell. Nix. Ach, guck mal. Das Kokosnusseier. Kokosnusseier ist auch gut, wa? Ah, da ist einer. Okay. Das sind Krokodileier. Hi. Haben wir die schon mal im Spiel gehabt, liebe Freunde? Ich glaube, ich weiß es nicht. Krokodileier, ich habe Lurker-Eier gehabt. Ich habe. Habe ich Dracheneier gehabt? Aber Krokogatoreneier, Krokodileier? Nein. Sieht nicht so aus. Auf so der rechten Gruppe. Und der nächste ist jetzt auch hin. So einfach ist das. Perfekt. Gab es hier noch eine Mupfel? Hummel aus Mupfeleis? Ah ja, ist gut. Zack. Zack. Und du auch. Braucht mal so lange zum Ausholen manchmal. Obwohl ich jetzt hier Supermeister Schwertsche bin. Oh, ich glaube ich. Mann! Oh, sorry. Unsichtbare. Das gibt's doch nicht. Unsichtbares Krokodil. Manometer. Ja, ja, ja. Gucken. Ah, ich war mir klar, da hinten sind noch mehr. Und der Sorte. Oh, du bist auch weg. Irgend noch einen Unsichtbaren hier? Nein. Haben wir mal hier die Eier stehlen? Na, Krokodilei. Was bringen die Teile eigentlich?
Wird das zur Quest gehören später? Bring mir 20 Krokodileier. Dann mache ich dir... Dann mache ich dir eine Handtasche. Aus Leder. Dass der mal so blöd ausholt. Mucke wieder weg. Habe ich jetzt keinen Nerv drauf, die jetzt an und auf. Ah, da kommt sie wieder. Gut, okay. Ach ja. Habe ich die schon? Ich weiß es. Ja, ich glaube, ich habe die schon. Nicht zu holen. Genau, richtig. Dann gucken wir hier nochmal, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt, was zum Beispiel Perlmutt-ähnliches ist, wie zum Beispiel eine Muschel. Eine kuschelige Muschel. Nope. Ach. Schau nochmal da. Ach, das arme Krötchen. Okay. Erstmal ein paar Krokodile hier zusammen mischen. Okidoki. Oder auch mal eine Kröte. Oh ja, ist gut. Reicht. Warum holt er immer so aus? Kann mir das mal einer... Ich fange immer mit meiner gleichen Tastenkombo an. Aber trotzdem, manchmal macht er den Riesenausholer. Dann bin ich schon 5-mal gebissen worden. Nicht schön. So, die untere Ebene ist hier auch damit bereinigt. So wie ich das noch aus einer anderen Folge kenne, war ich hier oben schon. Konnte sozusagen hier drauf runter gucken. Die hatte ich vergessen. Hiermit habe ich die jetzt auch erledigt. Du nicht bist zu holen. Gelootet. Ja, dann würde ich mal sagen, ich habe ja noch einen netten Eintrag gekriegt. Und zwar gibt es unbekanntes Gebiet. Über Steine, über die ich klettern muss. Hinter dem Pastor. So, ich habe noch gar keinen Pastor gesehen. Also jedenfalls nicht den Menschen. Ah, hier haben wir noch eine Klappmuschel. Das war ein Blutfleck. Ja, dann werde ich mich mal wohl oder übel mal Richtung Pass begeben. Oder da, wo das sein soll. Und dann melde ich mich wieder. Nee, Quatsch. Ich werde trotzdem mal gucken. Ich habe ja den Pass... Stein. Hurra, hurra, wo sind wir da? Dauert immer ein bisschen, sorry. Okay, rendern wir nochmal ein. So, und dann soll es irgendwo noch... Komme ich aber nicht rein, ne? Das ist nur eine Tür. Auch lustig. Ich glaube, ich werde mal eine Runde schlafen. Moment mal, Kabir. Wie komme ich nach Ashdod? Uga, Bela, Jüste, Jage. Ja, Flavor-Geklapper. Dann werde ich mir mal einen Überblick, besseren Überblick verschaffen, wenn ich mal schlafe und ein bisschen mehr Licht habe. Und zwar, Rico, gucken wir mal hier. So. Ich muss mir noch mal genau den Eintrag in meinem Kommentar lesen, ob ich hier denn richtig bin. Ja, da habe ich mich ein bisschen vertan. Und zwar wollte ich jetzt nicht zum Pastor erstmal hin, sondern zum Pastor, wie sich das anhört. Also in eine Kirche nicht. Und zwar erstmal zu Patara. Beziehungsweise der Alain hat mir einen Hinweis gegeben. Wegen der Insel und wegen dem Piratenschiff, wo ich nicht drauf komme, da müsste ich irgendwie noch einen Schlüssel holen beim Rotbart. Aber das kriegen wir... Jetzt muss ich so weit laufen. Gibt es da nicht noch einen besseren Ruinenstein? Ruinenstein! Nein, Runenstein. Ach, egal. Ich überspringe jetzt mal. Oder ist das der hier? Warand Küstenhöhle Patara? Ja, natürlich. Oh, da bin ich noch schneller dran. So, dann gehen wir mal hier. Moment mal. Chor Azur. Hey. Chor Azur. Nein. Okay.
Gucken wir mal auf dem Schiff da hinten. Luca Fischer, ich glaube hier, die haben nichts mehr für mich. Da bin ich mal gespannt, also. Da war von einer Truhe die Rede. So, mal gucken, das ist Vincent. Price meine ich. Und was ist mit dir? Und was ist mit dir, Price? Willst du vielleicht auch ein Kämpfchen mit mir ausmachen? Achso. Nee, Mann. Wie kommst du darauf? Okay. Schön. Und Luca und Lachen. Okay. Klar doch, Mann. Alles gut. Yep. Gehen wir mal hier runter. Irgendwie bekannt vor. Corsair. Truhe. Ich dachte, ich hätte die schon geöffnet. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, das heißt also, ich muss das Rotbärtchen finden. Mensch, wo war der nochmal? Der war da sonst. Ach, hier vorne war der wahrscheinlich. Nur mal. Da ist er doch. Ne, das ist Vincent. Das ist Luca. Wo ist denn jetzt Rotbärtchen? Irgendwas Hallo Neues? Vincent. Lass mich bloß. Ja, okay. Wo ist jetzt der Herr Rotbart? Uhrzeit 8.55 Uhr in der Früh, also 5 vor 9. So, jetzt stehe ich hier vor diesem schönen rot überdachten Haus und das ist Herr Rotbart. Da ist er. Es wäre schwierig, ihm seinen Schlüssel zu stehlen. Den haben wir jetzt gestohlen, den Schlüssel. Also wieder zurück zum Shape. Zum Schiff. Genau, also die wichtigsten Leute immer im wichtigsten Ort. Ja, dann dürften wir hier mal ganz cool das Trüchen hier öffnen. Auf seiner Schatulle hätte ich beinahe gesagt. Ich geh mal vorsichtshalber mal hier. In die Knie. Na also, was kriegen wir denn hier? 100... 50 Gold. Captain Rauber in Schatzinsel und ein Geheim an Rotbart. Mendozas Brief an Rotbart. Okay. Alter Scheiße! Nicht zu holen. Was mache ich denn jetzt? Der hat's einfach mitgekriegt. Shit. Was ist jetzt mit den anderen? Okay, Price bleibt stehen. Da bin ich mal gespannt. Jetzt warte ich mal, bis Vincent aufwacht. Mein Schädel. So, okay. Warte mal. Alles gut? Also, dann ist wohl alles gut. Jetzt gehen wir mal wieder. Ich gehe, glaube ich, hier von der Nussschale runter. Das ist mir zu blöd. Mal hier die schöne, frische Seeluft genießen. Und dann lesen wir mal was. Ja, da haben wir Geheim an Rotbart. Lesen wir mal vor. Jetzt steht wieder Quest irgendwas. Östlich des Fischerdorfes Patara gibt es einen Tempel des alten Volkes. Dort soll es eine große Höhle geben, in dem Raubein einen weiteren Hinweis zu seinem Schatz versteckt haben soll. Am besten schickst du Pike auf die Suche. Das ist ein richtiger Spürhund, der sicher bald Raubeins Versteck finden wird. Mendoza, okay. Aber nicht wüsste, was das jetzt war. Weil hier ist ja nur die Grabkammer. Jo, kann ich leider nicht finden. Muss ich im Schnitt gucken, was das für eine Quest gewesen sein soll. Das muss irgendwie eine alte Quest sein. Speichere ich lieber nochmal ab, bevor ich Pike anspeichere. So, wo soll ich's? Pike, Moment. Pike? Wo ist denn Pike? War der hier unten? Nein, kann nicht sein. Korsaren, das sind ja nur die Korsaren. Wo war denn? Jetzt habe ich den Pike mit dem Price. Ah. Verwechselt. Pike. Ich muss auf Suche nach Pike. So, jetzt muss ich mal ein bisschen lesen. Und zwar. Pike befände sich unweit des Ankerplatzes
an der Küste eines kleinen Tempels. Ankerplatz ist der Albatros. Die Albatros ist doch garantiert da hinten. Ist jetzt da hinten mit dieses Schiffchen gemeint? Aber da gibt es doch diesen Riley. Hä? Okay, ich schwimme da mal hin. So, jetzt da hinten über meinen Kopf, hätte ich beinahe gesagt. Ja, okay, unmittelbar über meinen Kopf, da ist ein Tempel. Da müsste ich auch noch irgendwie hin, aber wie? Aber erstmal schwimmen wir hier hin. Weil ich habe mich gewundert. Küste am Tempel an der Küste? Wie komme ich da hin? Also ich komme ja nicht so darüber, so. Oder? Doch, könnte klappen. Mann! Aber trotzdem will ich mal gucken, ob mich der Riley jetzt drauf lässt. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Riley, lass mich mal rauf. Unbekanntes Gebiet. So. Herr Riley. Lass uns halt! Noch einen Schritt und... Rotbart schickt mich. Was? Dich schickt der Alte? Sag das doch gleich. Mike ist aber nicht hier. Danke. Du findest ihn in der Ruine. Kann ich mit dir handeln? Von mir aus. Aber warum gehst du nicht zu Asmund? Der kann dir doch viel mehr verkaufen als ich. Ich hab nicht viel. Oder willst du was zum Saufen haben? Ich kann dir aber auch noch anderes Zeug verkaufen, welches ich am Strand gefunden habe. Muscheln und so ein Kram. Interesse? Nee. Aber trotzdem will ich mal gucken. Zeig mir deine Ware. Der hat eine tolle Stimme, finde ich. Ja, was haben wir denn da alles Lustiges? Ja, Muscheln. Ja, obwohl, da könnte man irgendwie was finden, aber so viel Gold habe ich nicht. Moment mal hier. Echter Seemannsgrog, weißer Rum. Der hat ja nichts Besonderes. Klappmuscheln und Schwarzpulver, ja. Okay, Ende. Ich will aber trotzdem mal. Darf ich auf dein Schiff? Auf deine noch kleinere Nussschale hier? Hier brauchst du das nicht zu sagen. Also, okidoki. Es könnte ja sein, dass hier unten noch wer ist. Ich kann das nicht mehr hören. Korsar. Hier ist Rum. Speichere ich mal. Ja, und ich glaube, wenn ich hier was stehle, dann kriege ich bestimmt einen auf den Dez, oder? Schneller Hering. Das wird sich nie ändern. Okay. Ja, dann ist gut. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Wenn ich mich hier bedienen darf, lasse ich mir das nicht zweimal sagen. Was, da ist da noch was. Was ist das hier oben? Das sieht aus nach einem Apfel, nach einem wertvollen, ja, saftigen Apfel. Genau. Schmeckt saftig und erfrischt. Das habe ich früher auch. So, ich habe hier auch noch einen Apfel gesehen. Richtig so. Lecker Äppelsche. Wer erzählt denn sowas? So. Riley lässt sich ja nur handeln. So, Pike befindet sich also. Jetzt muss ich irgendwie mal gucken, ob ich diesen Tagebucheintrag finde. Küstenwache steht hier. Das ist es aber nicht. Nee, das ist irgendwas mit Gericht. Tja, wenn ich wüsste, was das für ein Eintrag ist. Gut, okay, dann will ich aber mal also in die Richtung gehen. So, bitte. Ja, schön. Weil, wie schon gesagt, das ist unbekannt. Unbekanntes Gebiet für mich. Ja, ich glaube, ne? Das machen wir mal eben. Oh! Lutsch. Nicht schön. Ja, okay, da kann ja unter Wasser gehen. Da kriege ich ihn nicht mehr. Muss ich neu laden. Geile Szene. So, jetzt aber. No. Mal das Ganze mal ein bisschen anders machen. Oh. Schon wieder. Jetzt rutscht der schon wieder so weit runter. Da zerbröselt der Stein nun mal. Ich glaube, die Golem-Schutzrüstung hätte doch noch ihre Funktion. Bei der Geschichte. Ja.
Also ich bin der Meinung, hier war ich noch nicht. Kann ja auch nicht sein, weil sonst hätte ich ja den Steingolem. Wäre ich ja nicht auf diesen Steingolem getroffen, liebe Freunde. Und ich werde dann mal davon ausgehen, dass hier noch ein bisschen, es noch ein bisschen kreucht und fleucht hier. Was bist du? Ah ne, das ist Textur. Hätte sein können. Steinmoos, Grabmoos. Siehste? Siehste? Wo ist hier gezücht? Nix. Ah, da. Adanos. Okay, speichern. So, das machen wir mal im Schnelldurchlauf hier. Und zwar. Okay. Haben wir halt eben ein bisschen was einstecken müssen. Das ist nicht so schlimm. Die Animation bricht auch mal ab. Kann passieren. So, zack. Nicht lang mit dem Kopf wagle. Gleich in den Sand hineinlegen, den Kopf. Das gleiche machen wir bei dir. Wunderbar. So, gucken, ob noch was in der Nähe ist. Oh, du bist ein bisschen widerspenstiger. Ach, Mann. Okay. Okidoki. Gucken wir mal. Ach, hier ist ein Höhlchen. Okay. Die Höhle werde ich mal ein bisschen hier im Hinterkopf behalten und gucken erstmal. Behalten. ja, das sehen aus wie Hyänen. Hyänen, Wölfe, nein, Schakale. Speichern. Ich traue den Jungs nicht so richtig. Ich traue denen wirklich nicht so richtig, weil die sind im Rudel und wenn sie gerudelt sind, dann rudeln sie wahrscheinlich auf mich zu. Oh. Oh, oh. Sag ich doch. Wieso bringen die Sprengpfeile nix? Doch. Ah, Mann! Hilfe! Waren noch zwei Schakale, ja hier. Ah, ich habe noch ein bisschen Lebensenergie. Ne. Drüber weg. Okay, und der letzte ist auch hier mit gegessen. Oh, die haben ja schön Schakalfleisch. Ih, weiß einer, wie das schmeckt, Schakalfleisch? Bei uns in der Stadt, da hat es so ein Restaurant gehabt. Das hat ganz komisches Zeug angeboten. So Springbockfleisch und Krokodilsfleisch übrigens auch. Das hieß dann auch noch Sambesi. So, wen gibt es denn hier noch so in der Nähe? Gibt es noch irgendwelche überraschenden Überraschungen hier? Hätte sein können, ne? Ach so, Wüstenratten, ja, die kann man ja einfach so erledigen. Gucken wir mal, was es hier gibt. Was willst du denn jetzt mit dem Pfeil lieber? Oh. Sprengstoffpfeil. Ich speichere mal lieber ab. Denn ich höre Stimmen. Die scheinen hier aus der Mauer hervorzukommen. Da, wer bist du denn? Halt! Was willst du hier? Rotbart schickt mich. Ach, so ist das. Na, dann willst du sicher mit Pike reden. Ah. Du findest ihn da drinnen. Tagsüber sitzt er immer hinten beim Lagerfeuer. Das wird sich nie ändern. Und sonst alles klar? Alles klar? Hier laufen einfach zu viele Biester herum. Ja, die machen wir gleich weg. Wenn ich nicht aufpasse, steht irgendwann eins von denen an unserem Lagerfeuer. Vor allem vor diesen Schakalen muss man sich in Acht nehmen. Ja, welche Schakale denn? Kann ich dir helfen? Klar kannst du das. Erledige die Schakale, die hier herumlungern. Das war keine. Wenn du das jetzt für mich machst, spendiere ich dir auch eine Flasche Rum. Na, wie hört sich das jetzt an? Ja, nehme ich gerne. Na schön, dann gebe ich dir Gold. Sagen wir 50 Goldstücke. Das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Da musst du mir schon mehr geben. Ich bin noch bereit, dir 100 zu geben. Mehr aber sind mir diese Viecher nicht wert. In Ordnung. Schön, dann gib den Viechern ordentlich Saures. Hat er sein Angebot verdoppelt. Herrlich. Okay. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen.
Wie? Heißt das etwa, dass du alle Schakale erledigt hast? Ja. Endlich kann ich wieder mal ein Nickerchen machen. Der Typ ist auch cool. Was kannst du mir über die Gegend sagen? Nicht viel. Es gibt hier viel Sand und Steine und eine Menge Biester. Vielleicht aber gibt es was auf den Inseln zu holen. Die haben wir uns bisher noch nicht angesehen. Aha, auf den Inseln zu holen. Der meinte bestimmt dieses kleine Inselpaar. Ja, bevor ich zu den anderen beiden hingehe, werde ich mir erstmal hier diese anderen Biester hier mal vorknöpfen. Ach, das sind ja hier so Schwänzchen in die Höhe. Okidoki, das war doch mal richtig ein fleischvolles Argument. Nicht zu plündern. Na, springt das einfach so rum. Okay, bevor wir in die Tempel reingehen, falls wir überhaupt ungehindert reingehen können, werden wir, hier rumgehen und mit Pike reden. Aber, guck mal, ich springe mal einfach jetzt mal übers Lagerfeuer rüber. Geschafft. Du kommst also von Rotbart? Ja. Ja. Warst du auch auf dem Schiff? Ja. Nein, warum fragst du? Weil ich nichts mehr zu trinken habe, darum. Hä? Was gibt es denn bei euch Piraten zu trinken? Etwa Bier? Nee. Hör mir auf mit Bier. Das ist nur was für Weicheier. Natürlich Rum, was sonst? Am liebsten würde ich jetzt einen trinken. Und zwar einen besonders starken. Unser Bootsmann Riley hat bestimmt noch etwas an Bord. Leider habe ich nicht mehr genug Gold, sonst würde ich mir eine Flasche holen. Warte mal. Interesse an einem Geschäft? Kommt darauf an. Wie sieht das Geschäft aus? Geh zu Riley und bring mir eine Flasche Rum. Aber den starken, hörst du? Wenn du das machst, bin ich bereit, dir diesen Schlüssel zu geben. Der gehört bestimmt zu einer Schatztruhe, die man hier irgendwo finden kann. Ei. Sicher? Todsicher. Ich habe den Schlüssel auf einer der beiden Inseln gefunden. Frag mich aber jetzt nicht auf welcher. Das habe ich ihm so vergessen. Aha. Aber eins kannst du mir glauben. Wenn jemand in so einer einsamen Gegend eine Truhe versteckt, dann wird da sicher was zu holen sein. Wenn du es sagst. Also, wie sieht's aus? Haben wir einen Deal? Yes, Mr. Anderson. Mr. Anderson nicht. Wie hieß der nochmal? Einverstanden. Das freut mich. Lass dir aber nicht zu viel Zeit. Ich habe Durst. Mr. Reagan aus dem Film Matrix. Then we have a deal. So, Dylan, nochmal gucken. Vielleicht habe ich ja den... Nee, habe ich nicht. Ich muss extra zu Riley nochmal rüber. So, wer bist du denn? Du bist Corsair. Und du bist Pike. Okay, hallöchen. Hallo, wo kommst du denn auf einmal her? Verzieh dich, aber schnell. Ich hab da mal eine Frage. Sag mal, welchen Teil von verzieh dich hast du jetzt nicht verstanden? Was macht ihr hier? Das binde ich dir gerade auf die Nase, Bürschchen. Hau endlich ab, sonst werde ich ungemütlich. Also ich würde sagen, da kommen wir später zu. Auf jeden Fall schicke ich mir noch mal eine Flasche Buddel rum. Oho, haben wir hier Pech. Glück, dass wir Pech gefunden haben. Stängel Sumpfkraut und dann werde ich mich da mal schnell zu... Na, wie heißt der Typi? Zu Riley begeben. Ah, so viele Sumpfkrautstängel hier. Um halt eben diesen speziellen Rum für Dylan zu holen. The answer, my friend, is in the Buddelrum drin. Ne, reimt sich nicht. Das ist doof. So, auf geht's zu Riley. So, Riley Popeye, wo bist du denn? Oh. Die halten hier einen Stehkonvent. Zeig mir deine Ware. Gucken wir mal. Echter Seemannskrog, weißer Rum, Wacholder und weißer Rum. Hä? Okay. Werde mal einen. Ich weiß, ich habe jede Menge Rumgeschichten, aber kommt jetzt nicht irgendwie so ein... Hab ich hier was vergessen? Das ist komisch.
Da ist er wieder, die Stimme. Wo kommst du irgendwie drin in der Nähe? Es gibt hier keinen normalen Rum, keinen super starken Rum. Naja. Dann muss ich wohl wieder rüber zu Dylan. Gut. Oh. Was willst du für mich? Lass mich in Ruhe. Wo fehlt der? Wo ist der? Den haben wir doch eben gehört. Jetzt nicht, vielleicht später. Okay, hier fehlt eine Option. Gesprächsoption. So, Pike. Rotbart schickt mich. Ja, das ist klar. Aber Dylan wollte doch hier das Gesöff haben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jetzt denn hier hoch? So, Dylan. Hey. Ich habe... Ah, okay. Ich habe dir was zu trinken mitgebracht. Rum. Ist es auch ein besonders starker? Ja. Na endlich. Meine Kehle ist total ausgedörrt. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Bevor ich es vergesse, hier hast du den Schlüssel. Prost! Sehr schön, alles klar. Dann schauen wir doch mal. Erfüllte Mission, tausche Schlüssel gegen Rum. Schakale haben wir ja erledigt, wird nichts... Ja, okay. Tausche Schlüssel gegen Rum. Ich habe Dylan sein Rum gebracht. Aber hier ist ja oben noch der Hinweis wegen der Truhe. Aber bevor wir das machen, holen wir uns hier nochmal ein bisschen Elixiere. Und hier ist eine Truhe. Wenn ich die öffne, dann mache ich das in der nächsten Folge. Bis nächste Woche. Vielen Dank, schreibt einen Kommentar und auf Wiedersehen und einen Daumen. Ciao!